So, willkommen zum bereits achten Teil und wahrscheinlich jetzt auch letzten Teil von Rise of the Pirate God. Ja, das letzte war die... Moment, jetzt muss ich jetzt mal kurz überlegen. Die Deo hatten wir reingepackt. Dann müssen wir noch das Kaugummi als nächstes reinpacken. In den Schwamm. Essen, bei dem du nichts schmecken sollst, hilft dir dabei, dass du nicht bald durch die Gegend rollst. Nimm das, Schwamm! Wohlbekomm's! Okay, wahrscheinlich spielt die Reihenfolge keine Rolle, weil die Feder hätte eigentlich schon früher rankommen müssen. Mit leichter Vorspeise wirst du dich wie ein König fühlen und treu bleibst du dir. Leicht wie eine Feder von einem halblebenden Vogeltier. So, das müsste es gewesen sein. Nein, noch nicht. Genau, weil das Deo fehlt wohl noch. Kannst du den Nachtisch riechen? Neutralisiere den Geruch und lass ihn liechen. Bekämpft Gerüche und Achselnässe beim Piraten von heute. Und schwämme. Oh oh, das ich hoffe, war das schon. Ist keine Verdauungsstörung. So, Elaine wird auch wieder normal. Glaub ja nicht, dass das, was du getan hast, nicht ungeschehen gemacht werden kann. Elaine wird meine Dämonenbraut. Komme, was da wolle. Guybrush, wie... Die Voodoo-Lady. Sie hat mich zurückgebracht. Die Voodoo-Lady? Denk an all das Ungemach, für das diese Frau gesorgt hat. Du bist ihr jetzt schon so lange blindlings gefolgt, Guybrush. Aber ohne sie... Angriff, meine fischigen Freunde! Attacke! Gebt ihm ordentlich eins auf die Backen! Ha! Es reicht! Jetzt ist Schluss damit! Elaine gehört mir. Meine Dämonenbraut wird mir jeden Morgen ein königliches Frühstück anrichten. Dafür sorgen, dass meine Festung des Bösen immer picobello ist, wenn wir Gäste zur Folter empfangen. Meine kaputten Socken stopfen und... Das ist mein Zuckerschnäuzchen. Du hast recht, Schatz. Er bietet einem kaum verbale Angriffsfläche, oder? Oh oh. Entschuldige uns einen Augenblick, Guybrush. Die Frau und ich haben etwas unter vier Augen zu besprechen. Wow! Eine vergebliche, wenn auch bewundernswert verräterische Geste, meine Butterblume. Auch ohne die Hilfe von Lais Ponja habe ich bereits so viel Macht aufgesaugt, dass ich einfach auf den Scheideweg treten und nach Herzenslust Voodoo-Energie tanken kann. Gesehen? Du kannst zwar kurzzeitig meinen Körper ausschalten, Elaine, aber nicht meinen Geist. Oh, mein Geist! Nimm das, du dicke, fette, hässliche, untote, voodoo-stehlende, bucklige Kröte! Morgan? Was machst du denn hier? Und woher hast du das Schwert? Hör mal, wir können LeChuck erledigen, aber wir müssen einen Weg finden, ihn auf der materiellen und geistigen Ebene gleichzeitig zu erwischen. Was soll ich? Vorsicht! Da! Irgendwann komme ich dich holen, Mädchen. LeChuck! Denk an die vielen Male, die du versucht hast, mich zu vernichten. Nur der Gerechtigkeit halber. Dieser Schmerz, dieses Leid. Jetzt stell dir doch einfach mal vor, was ich dir antun werde. Threepwood. So, jetzt ist es im Endeffekt... Guybrush! Jetzt im Endeffekt wie am Anfang des Spiels. Man wird quasi wieder rumgeschubst die ganze Zeit von einem in den nächsten Ort. Und benutzt jetzt erstmal den... Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Haken auf ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pia...
Wir haben jetzt relativ wenig Einfluss. Wir müssen Mausi! Zur nächsten Station Creepy! Wieder. Kann ich dir helfen? Geht schon, Schatz. Elaine! Guybrush! Ich werde versuchen, LeChuck wieder auf den Scheideweg zu locken. Und falls er mich wieder umbringen sollte, hast du alles im Griff, oder? Gern geschehen, Schatz. Elaine kommt mit einer ganzen Armee von Skeletten besser zurecht als ich mit LeChuck. Ach, Elaine! Guybrush! Bist du sicher, dass du unter keinen anhaltenden Dämonen Nachwirkungen leidest? Das ist nur mein unbändiges Verlangen, LeChuck zu töten. Das ist mein Mädchen. Ja, jetzt können wir im Endeffekt nichts machen. Und ich kann sie noch Zuckerhäschen! Piratenschätzchen! Wir müssen im Endeffekt immer so lange warten, bis LeChuck dann wieder kommt. Dieser Typ... Der Typ geht mir langsam auf die Nerven. Und auf die Milz. Dann solltest du erstmal mit ihm verheiratet sein. Zur Hochzeit wollte er eine Ananastorte mit Schokoglasur. So ein Idiot. Würdest du mal einen Blick auf den Rumpf werfen? Er ist voller Löcher. Wir sollten sie in den Hafen bringen, einen Becher Grog ordern, über die guten alten Zeiten plaudern. Ich glaube, heute beginnen meine guten alten Zeiten. Lass das, du abgetakelte Madenbrutstätte! Elaine, nicht einmal du mit deinem Spielzeugschwert kannst mich jetzt noch aufhalten! Wart's nur ab! Du! So, jetzt sind wir hier unterm Schiff und da gibt es noch diesen tollen diesen tollen Schlüssel, den holen wir uns jetzt mal. Und dann geht's auch schon gleich wieder nach oben. Du Mistkerl! Haben wir unser kleines Bad genossen? Erfrischend! Du siehst müde aus, Seemann. Vielleicht solltest du dich ein wenig ausruhen. Ab in die Kajüte mit dir! In dieser Situation können wir jetzt erstmal sehr wenig tun. Wir könnten nur wieder mit Elaine sprechen, was natürlich jetzt tun würde. Mausi! Threepy! Entzünde die Kanone! Ja, Liebling! So, ich hoffe mal, dass ich die Situation gleich schaffen werde. Weil da habe ich extrem lange beim Versuch für gebraucht. Also, als ich das Ganze schon mal durchgespielt habe, um mal zu prüfen, ob ich noch alles weiß. Du bist so erbärmlich. Schickst deine Frau, um mich fertig zu machen. Sie hat mich ausgetrickst und mir das Schwert von der Flu abgeluchst. Aber ich lasse mir wegen dieser elenden Klinge ganz sicherlich den Schneid abkaufen. Ah! Oh! So, jetzt sind wir oben in diesem Korb drin. Jetzt weiß ich nicht, ob das was bringt, aber ich werde gleich nochmal versuchen, hier an dem Seil runter zu rutschen. Denn so richtig verstanden, wie das am Ende geht, habe ich leider nicht. Ich werde wahrscheinlich gleich merken, was Versuch ich meine. Doch wegzufliegen, kleiner Peepwort! Und jetzt gucken wir uns erstmal mal den Riss an hier. Wenn ich es zurück zum Scheideweg schaffe, hätte LeChuck wenigstens nicht so viel von einem meereserprobten Schiff, mit dem er mich rammen könnte. Und einmal die Kanone angucken. Diese riesige, dämonische Kanone riecht nach Tod und Verderben. Und sie ist groß genug, um sich darin zu verstecken. Genau, und das werden wir gleich tun. Aber jetzt können wir erstmal gar nichts mehr tun und müssen warten, bis LeChuck uns an die nächste Position... Weißt du, was das Tolle daran ist? Ja. Oh, wir kriegen beide heute ein Belastungstraining? Diese Schlichtheit. Nur du, ich und mein Schiff. Elaine. Und keine Voodoo-Lady. Bei Blackbeards Stiefeln. Ich hasse diese Frau. Und jetzt wird es Zeit, dass du das Deck schrubbst.
Tja, hier können wir im Endeffekt auch nicht wirklich was machen. Zuckerhäschen! Piratenschätzchen! Entzünde die Kanone nochmal! Geht schon, Schatz! Hier müssen wir auch wieder im Endeffekt warten, bis Leechuck uns wieder in die nächste Position befördert. Weiß Elaine das mit morgen, Guybrush? Was? Das scharfe Meeresfrüchtchen hat es auf Threepwood abgesehen. Ihr Korsar ist nur für ihn gesegelt. Eine Schande, dass ich sie töten musste. Aber sie können ihr Feuer der Liebe in der Hölle neu entzünden. Ja, hier können wir im Endeffekt auch nicht viel tun. Also wir werden gleich nochmal... Vielleicht nochmal, wenn der Leechuck uns an die nächste Position bringt, was gleich der Fall sein wird, mit dem Schlüssel so einen Kasten aufschließen. Leechuck, du hast Elaine entführt. Du hast mich in lahme Fallen tappen lassen. Du hast mir mit einer Voodoo-Puppe das Licht ausgehaucht. Du hast versucht, mich zu deinem untoten Sklaven zu machen. Aber du hast niemals versucht, mich auf so freche Weise umzubringen. Und das war mein größter Fehler. Pass auf, wo du hinfällst. So, hier mussten wir auch genau hin. Das war schon genau richtig. Denn wir können jetzt diesen tollen Schlüssel benutzen. Mit dem Tor. Und dadurch rollen die Weinfässer nach draußen. Die wir gleich noch hör wollen. Auf mit dem Theater. Ich werde mein Deck mit deinem armseligen Zottelbart schrubben. Ja, nun können wir wieder nichts machen. Wir könnten zwar wieder mit Elaine sprechen, aber das hat keine Auswirkungen nun. Und daher warten wir einfach ein paar Sekunden, bis Leechuck wieder kommt. Da ist er schon. Und wieder einmal unter dem Boot her. Und wieder zurück. Und nun bauen wir uns einen Katapult und dann kommt die Szene, wo ich sage, na, ob das klappt, weiß ich nicht so genau, also bin ich etwas unsicher. Daher nehmen wir jetzt die kaputte Tür und befördern die auf das lose Fass. Danach sagen wir Elaine nochmal die Kanone, dass sie die Kanone abfeuern soll. Mach ich jetzt nochmal ein wenig mehr Kanonenfeuer? Noch ein wenig mehr Kanonenfutter würde gut zu dieser schweren Gehirnerschütterung passen. Wie recht du doch hast, mein Lieber. Und dann gucken wir uns Katapulten an. Oh, eine Wippe. Auf See.